Und damit wieder herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir bauen weiter am Leoparden herum. Ich würde sagen, ihr kennt das Prozedere. Wir fangen einfach direkt an und schnacken nicht so viel. Wir schnacken nebenbei, wie immer. So, nachdem wir letztes Mal so einigermaßen das hingekriegt haben, was Kobi von uns wollte, außer dass diese Platte hier eigentlich voll fehl am Platz ist, habe ich gesehen. Aber ich habe es trotzdem da gelassen. Ihr wisst es ja. Sechser passt. Ich habe auch schon wieder alles vorbereitet. Ihr kennt das. Sechser, Siebener, Schwarz, genau. Und bündig hinten rausgehend. Okay, passt. So soll das aussehen. Jo, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Das wird diesmal nur ein Part werden. Fokus. Ich habe es genau gesehen, dass du nicht mehr da bist. Danke. Willkommen zurück. Und eine schwarze Platte. Eine Fünfer und Schwarz. Ist das mal finden? Da hinten liegt sie. Ganz unauffällig. So, bisher passt alles soweit ganz gut. So, jetzt muss ich mal was gucken. Warte. Wir haben C und H. Okay, C sind die schmaleren. Muss ich gucken, wo die sind. Hier sind wieder die ganzen Räder. Oh, und ein schwarzer schräger Stein schon mal. Okay. Das hätte fehlerhaft werden können, wenn ich das nicht gesehen hätte. So einer hier. Der hier. So ein einfacher, einmal zwei schräger Stein in G, nicht C. Entschuldigung. Pardon. Soll ich hier hin? Scheint so. Ich entschuldige mich für die Nachbarin, die klimpert wieder rum. Ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund hört oder doch. Vielleicht, vielleicht nicht. Aber sie tut es. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. So, der kommt hier hin. Ganz gekonnt und lässig. Wunderschöner Übergang. Ist ganz cool. Ich finde ja auch geil, dass Camouflage so aufgegangen ist, wie wir das wollten. Das ist Premium. So, ich brauche eine Dreier, zweimal, ja, eine 3x2 Plate in Schwarz. Die kommt simpel gesagt hier hin. Habe ich schon erwähnt, dass dieser Part nicht gesplittet werden muss. Ich habe mir das vorher angeguckt, was jetzt kommen wird. Davon brauche ich zwei. Zweimal hier. Dann eine schwarze große Schräge mit einem Noppen in, also mit einer, mit einem Loch in der Mitte. Dasselbe nochmal. Genau. Zwei Dreier. Ich habe euch da auch schon gerade einen gehabt. Hier, ihr beiden. Okay. So. Und zwei von diesen Mini-Endnöppchen in Schwarz. Okay. Sollen beide schwarz sein? Na gut. So, wie wird das jetzt? Also so, so. Und dann der schwarze so rum hier drauf. So, so, so. Haha, so wird ein Schuh. Und dann. Sicher? Bin gerade etwas irritiert. Das ist nicht schwarz, das ist doch das Rote. Sieht halt sehr dunkel aus. Machen wir mal den roten rein. Wenn es nicht so ist, können wir es wieder abbauen. So soll das jetzt aussehen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite genau dasselbe, bloß gespiegelt und andersfarbig. Dann nehmen wir mal euch beide wieder zurück. Ihr beiden Steinchen. Und ich habe schon wieder die Kette vorne abgerissen. Echt, das regt mich so auf. Die hat ja auch keinen Fixpunkt. Die ist einfach nur da. Nervenbündel. So, du sollst hier hin. Und du sollst hier hin. So ist richtig, ne? Ja, sieht gut aus. Ich lasse die Kette jetzt erstmal ab. Du gehst mal beiseite, du Kackbuhn. So, Hammer, 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 Hammer. Next. Oh, jetzt geht's an die Verkleidungselemente. Okay. Also, wir brauchen jetzt den Stufenstein. Den hatte ich eben gerade schon mal gesichtet. Ertastet auch schon mehrmals. Jetzt muss ich ihn nur wiederfinden. Finde ich gerade nicht. Super. Da ist er. Das ist der Stufenstein. Ihr seht, er hat Stufen. Deswegen Stufenstein.
Der kommt hier vorne dran. Einfach so. Nett. Wunderschön. So, zweimal Platten. Ihr beiden müsste das sein. Und eine große Platte. Hier. Genau, und eine in Schwarz. Ja, passt. Und eine, also ihr beiden. Bisschen chaotisch gerade. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Ich tue ja so, als ob das so lange hergehend ist. Ich kriege einen Anruf, warte mal kurz. So, nach einer kleinen Unterbrechung, wo ich das Video wirklich aus Versehen ausgemacht habe, supi, geht's weiter. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie lange der andere Part war, aber das waren nur ein paar geringfügige Minütchen. Also, chaotisch, aber es wird funktionieren. Wir packen ihn hier hin. Genau. Jetzt kommt erstmal schön Abdeckung. Abdeckung und Abdeckung. Ja, siehst du den einen Stein hier gar nicht mehr. Naja. Nicht so wild. Ich meine, dieser kleine Kackbuchstein, der wird nicht so weltbewegend sein für die Wichtigkeit. So, der geht hier hoch. Schwarz und bündig. Ich mag aber diese Farbgebungspalette. Das habe ich jetzt schon zigmal gesagt, glaube ich, ne? Aber es sieht einfach gut aus. Oh, Fokus. 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 Ha! Wunderschön. Wie gewollt. Ja. Ich freue mich, wie sich das hier weiterentwickeln wird mit dem Modell. Denn ich bin positiv überrascht aktuell. Sehr positiv überrascht. Man sieht auch, ich habe hier die Dinger gestackt, weil ich gerade hier gefüllt habe, habe ich das nebenbei gemacht. Jo, wenn ich diese Teile wäre, wo würde ich mich verstecken? Ich brauche jetzt wieder abgestufte Schrägen. Zwei Stück. Aber so viele Schrägen haben wir gar nicht. Bin ich blind? Das. Ah, hab sie. Hab die beiden. Guck hier. Da liegen sie. Herrlich. Herrlich. Eri. Eri. So, ich habe auch schon gesehen, ich habe die ja neu kategorisiert, die Panzer, falls ihr das auf YouTube mittlerweile mitbekommen habt. Ich habe die jetzt alle mal eingegliedert, die ganzen Dinger. Und zwar, dass diese hier, die habe ich eingegliedert, ich weiß nicht mehr den Namen. Auf jeden Fall habe ich sie wegen den Ketten kleine Panzer oder mittlere Panzer genannt. Und ja, ich habe gesehen, es gibt noch viel mehr Sets, die auf diese Größe anspielen, als auf die große Kettenbreite, die wir sonst immer haben bei dem Tiger und Panther und T34. Fand ich interessant. Zum Beispiel das ganze Afrika-Korps, also fast alles aus dem Afrika-Korps, was die Nazis hatten, ist in dieser Größe gehalten. Ihr seid falsch, ihr seid ein zu weit außen. Nein! Dies muss ich noch korrigieren. Okay. Habe ich hier was falsch gemacht? Warte mal. Die sollen genau da dran, dann ist da eine Noppe. Ja, okay, dann sind die auch versetzt. Okay. Ich muss kurz korrigieren. Ich muss alles abziehen. Sekunde, ich repariere das mal eben. Da ist er wieder. Ich habe das jetzt korrigiert. Man sieht jetzt auch, dass hier alles geschlossen ist und keine Kanten mehr zu sehen sind. Die alle waren um einen versetzt. Das war das Problem. So, der jetzt hierhin. Ihr kennt das, wenn ich viel laber, passieren ein paar Fehler und ich nehme sie halt jetzt noch hin. Und so schaut es nämlich aus. Oh, was denn jetzt? Krieg ich wieder einen Anruf? Oh. Sekunde. Und jetzt hoffentlich ohne Unterbrechung. Und oh, dieses Angerufen nervt mich. Ich habe das jetzt schon mal vorbereitet, gerade nochmal den Schritt. Und jetzt packen wir einfach hier die Platten drauf. Ja, das war ja klar. Das war ja klar, dass sowas jetzt passieren musste. Ah, ist auf. Da ist Chaos. Ich pack mein Handy nächstes Mal nicht mehr in die Nähe, dass mich jemand anrufen kann. Das ist kontraproduktiv, denke ich. So. Jo, jetzt muss ich gucken. Das ist eine. Oh Gott. Warte, warte, warte. 4, 6. Also so. Ja, man muss jetzt die Noppen richtig anpassen. So, der sich jetzt soll hier hinten hin. Warum auch immer. Einfach so, weil Giveaway. Und der soll hier hin. So, das war der nächste Arbeitsschritt. Okay. Und weiter geht die Fuhre, denke ich mal, hoffe ich.
Ohne Unterbrechung. So, du musst jetzt mal beiseite tanken. Das ist ja kein Thema. Ja, Menschen haben es manchmal drauf, zu unterbrechen und zu unterbrechen und zu unterbrechen. Ihr kennt das. Wenn ihr es nicht kennt, seid ihr nicht normal. So. Und so. Okay. Jetzt die beiden, die drei so together. Just why? I don't know. Also erstmal ihn. Er ist so auffällig. Er muss erstmal hier hin. Und der dann hier hin. Au. Ist ein Kratzer drauf. Das wäre ja kontraproduktiv. Ja, da ist ein Kratzer dran. Ja, super. Fängt ja schön an. Geil. So muss das laufen. Die große Kante nach oben ist richtig, ne? Ja, zu den Noppen hin. Okay, passt. Unbewusst richtig gemacht. Okay, okidoki. Und einfach kurz die Kamera, ich sehe das nicht durchs Licht. Ja, okay. So, damit ihr mal wisst, wie das aussieht. Also, so soll das dann sein. Ach, das Muster fickt mich jetzt schon wieder. Na, ist richtig rum. Okay. So. Ich denke, schwer zu erkennen. Jetzt kommen die Gitterchen. Schwarz. Einmal du und wir haben noch ein kleines Gitter irgendwo. Da. Aha. Haha. Noch ein Gitter? Nicht, dass ich irgendwas verwechsel. Nein. Sieht soweit gut aus. Okay. Sieht man es denn dann durchlunsen? Ich habe keinen Dunst. So. Ich weiß es nicht. Wie vor der Schwarze soll hier hin? Okay. Und du auch so. So. Was wird das jetzt? Ich bin gespannt. Okay, das wird jetzt einfach montiert. Das ist so. Der wird einfach hier so wunderschön um eine Noppe versetzt draufgestellt. So. Okay. Es hat funktioniert. Jetzt schwarze Platte. Du. Nochmal zwei Schweizer. Ein klein. Ja. Okay, also so. So. Du hier hin. Und du. Konsequent hier hin. Bin gespannt, wie sich das hier weiterentwickeln tut. Okay, wir brauchen jetzt nochmal zwei von diesen Scharnierdingern in dunkelgrau. Wo sind sie? Einer, zwei. Und dann das mal hier. Eins, zwei. Richtig. Die werden einfach wieder zusammengesteckt, wie man es kennt. Aha. Und pass auf, dasselbe nochmal in. Die haben aber alle diese Macke, ne? I don't know. So, die werden so hingelegt. Oh, ich lege sie einfach mal so hin. Dann wieder zwei Gitter. Eine Zweier Plate mit Ärmchen.
und eine graue Stange. Wofür auch immer. I don't know. But we find it out. So, du. Einmal so. So, 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 so. Ah. Herrlich. Herrlich. So, dann soll der so. Das Ärmchen soll so laufen. Und die graue Stange kommt in das Ärmchen irgendwie rein. Wenn ich den mal angesetzt kriege. Alter, was ist das denn? Hallo? So, jetzt aber. Und die Stange geht ins Ärmchen. Ist richtig, ne? Richtig. Bleibst du hier? Chaos pur. Ich hoffe, das Video wird nicht so lang. Uiuiui. Ich bin sehr langsam. Sehr, sehr langsam. Ich entschuldige mich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich heute so oft manipuliert werde. Kann man das so sagen? Manipuliert? Ja, doch, kann man. So, auf jeden Fall passt das schon mal irgendwie. Bin gespannt. Nett, 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 nett. Du und wo? Da. Haben wir dich. Schwarz zielen. Ich ziehe das schwarze Thema hier auf der Seite ganz schön konsequent durch. Und du gehst auf die andere Seite. Und jetzt habe ich ein Camouflage-Plate hier unten weggeräumt. Warum auch immer. So, ist wieder dran. Ne? Alles repariert. Ich bin heute echt nicht auf Hochleistungsniveau beim Basteln. Ihr beiden? Dann... Du? Ich würde schon sagen. Du? Dann zweimal ihr beiden. Okay. Ah, Engine. Das ist alles für die Engine. Oh. Okay. Rotorblätter nach oben. Zweimal. Ja, wenn es funktioniert. So. Hat funktioniert. Ich bin begeistert. Also im Normalfall wäre es wahrscheinlich ein Blümchen oder sowas. Auf jeden Fall sind sie da, wo sie sein sollen. Dann kommen die... Ganz simpel gesagt, hier drauf. Links und rechts. So. Jetzt ihr beiden Plates mit Scharnierelement. Na. Drauf da. Du auch. Die Seite. Um ein versetzt. Oh Gott, Alter. Ich merke selbst, dass ich heute nicht so fit bin, wie ich gern sein würde. Okay, du hier. Achso, die stehen so weit oben. Okay, so. Haben wir ihn doch falsch angebracht? Naja, wenn es so ist, sehen wir es noch. Denke ich. Da haben wir halt einen kleinen paar Fehler, ein, zwei Fehler eingebaut. Oh, das ist individuell. Denke ich. Gott, was ist das denn? Interessant. Du? Aber noch einen zweiten eigentlich? Du? Ja, schwarz haben wir noch einen, sehe ich gerade. Okay. Und du? Dann du. Du. Und... Du. Ach du Scheiß, was ist denn hier los? Okay. Verwirrung pur. Hab ich. Ärmchen. Viermal. Eins, zwei, drei, vier. Vier Ärmchen leuchten. Okay, haben noch andere Leuchten? Nein. Kein Plan. Orangene, durchsichtige, einmal eins fließen. Okay. Was ist das? Das ist weird. Sehr weird. Du und du.
Und du. Das brauche ich jetzt alles für diesen Schritt. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Okay, also, wir fangen einfach mal an, würde ich sagen. Bevor ich hier sterbe, weil es so ausartet. So. So. Das sieht schon mal okay aus, wie gewollt. Dann jetzt die Noppe hier unten drin, wie ich es richtig sehe. Yep. Okay, das haben wir. Dasselbe in Schwarz. Wenn die was anderes gemacht hätten, halt. Ihr kennt das. Ihr kennt das. Das zu gut. So. Ärmchen so. Dann das Ding so. So. Und die schwarze 1x1 Platte von unten. Genau. Herrlich. Das eskaliert schon wieder das Video. Ich sehe es auch jetzt schon. Uff. Das wollte ich eigentlich nicht so haben. Was? Okay, also. Die. So, hier hin. Okay. Ja, okay. Ganz außen. So, der Ärmchen dran. Dann soll was? Eine Leuchte. Auf das Ärmchen. Also eine. Eine bunte Platte. So, daneben. Irgendwie so. Damit ihr so, keine Ahnung, ein bisschen Variation drin hast oder so. Lass dich auch jedes Mal was Neues einfallen, die Menschen von Kobi. Wir jetzt einfach mal die schwarzen. Weil, wegen, weil. Ist okay. Mach mal einfach. Passt. So. Ich meine, das ist jetzt okay. Ich habe schon Schöneres gebaut, aber ja. Kobi möchte das so. Und wenn Kobi das so möchte, ach, das veranstrengt ihn da rein zu prügeln. Alter. Geh doch. Ach du Kackbuhn. Mein Gott. Danke. So ist einfacher. Merkt euch, nehmt die Tischkante. Bei sowas. Da müsst ihr nicht so rumfummeln. Genauso wie jetzt. Pass auf. Ha! Hat funktioniert. Ich bin ja begeistert. Das so rum soll auch so. Erst hier. Hey, das macht doch gar keinen Sinn. Dann habe ich die vertauscht. Och nö. Och nö. Boah. Kleine Kackdinger. So. Alter, so viel Fummelzeug. Ich bin etwas überfordert, Leute. Helft mir, bitte. So. Und jetzt das Äquivalent dazu in die andere Richtung gerichtet. So. Und so. Passt. Gespiegelt. Herrlich. Toll. Montage. Du auf die Seite. Und du bitte auf die andere Seite. Weil einfach, weil. Macht das dann Sinn? Das weiß ich nicht. Ja, wir lassen es einfach mal so. Aber ich glaube, der soll auf die andere Seite. Ich mache den mal auf die andere Seite. Warte, Pause. So, jetzt habe ich den mal umgedreht und ich weiß nicht, wie es ist, aber es sieht okay aus. Was ist das denn schon wieder für eine Grütze, Alter? Der nächste Arbeitsschritt, der ist ja übertrieben. Okay, zweimal ihr. Dreimal ihr. Okay. Jetzt so. 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 Ist das weird. Gott. Und so. Ach du Kacke, ey. Okay, und jetzt soll. Die da drauf. Jetzt habe ich das auch noch komisch gespiegelt. Das heißt, so, der muss so hier drauf. Na, nee, da drauf. Komm. Komm schon. Ach du Kackbratze, ich hasse das.
Diese Legetechnik von Kobi geht mir nicht in den Kopf. So gar nicht. So, jetzt ist dran. Schön. Hat funktioniert. Merkwürdig as fuck, aber es hat funktioniert. So rum. So rum? Ich bin verwirrt. Nee. Oh. Das kotzt mich an. Diese Legetechnik ist so dumm. Die kotzt mich jedes Mal an. Und jedes Mal fuck ich mich darüber ab. Weil sie einfach so dumm ist. So. Wenn du da einen Fehler machst, darfst du irgendwie alles auseinander frühstücken. Das ist so blöd. Aber who cares, ne? Wir ziehen das trotzdem konsequent durch. Also nochmal auf grün. Quasi so, so. Ja, jetzt komm doch. Dein Ernst? Yoga. Danke. Meine Güte. So. Oh. Unnötig. So rum's. Hä? Willst du mich gerade komplett rollen? Ich hab das schon wieder falsch. Oh, warte, Pause. Pause. Jetzt habe ich's. Jetzt habe ich's. Ich hab's geschafft. Ich glaub's nicht. Oh. So, jetzt können wir auch weiterbauen, endlich mal. So ein bisschen illustre. So, jetzt du da dran. Ich überlege gerade, ist das richtig rum? Warte. Schwer zu erkennen. Das kommt nämlich hier hinten drauf. Nee, ich tausche die nochmal aus. Entschuldigung, ich tausche die nochmal. Ich drehe die nochmal um. Sekunde. Jetzt aber. Meine Güte, dieses Muster, das ist. Oh. Uff. Ich gehe da noch kaputt dran, glaube ich. Die Folge wird irgendwas mit Farbchaos sein. Der Griff in die Farbpalette oder so, irgend sowas. Weil, Alter, ihr seht ja selbst, wie verwirrt ich manchmal bin. Gerade heute, ich weiß nicht warum. Heute ist Montag. Ging mir auf Arbeit aber heute auch schon so, dass ich ein bisschen in der Spur stand. Ich weiß nicht warum. Egal. Wir ziehen das jetzt konsequent durch. Irgendwie. So soll das sein, ne? Ja. Okay, und jetzt kommen hier auf die Seite einfach ein paar von diesen restlichen Platten. Gegenstücken, Elementen, whatever. Hier könnt ihr Werbung stehen. Ich mag die ja immer noch gerne, die sehen gar nicht mal so beschissen aus. Das ist gut und konsequent. So. Ich denke, das läuft. Der Part wird wieder so lang, ich sehe das jetzt schon. Gar keinen Bock. Was willst du machen? So und so. Jetzt kommt wieder schwarz ins Spiel. Jetzt kommt die Platte. Versuche auch das Tempo auch gerade mal wieder ein bisschen anzupressen. Weil es sind jetzt quasi nur noch Räder und Abdeckungselemente, wenn ich das richtig sehe. Okay, jetzt kommt. Sehe ich das richtig? Ja. Ihr beiden. So. Wie gewollt. Dann kommen da dran die beiden. Okay. Random. Ich hätte gedacht, ich komme noch ein schwarzer dran, aber nein. Nein, ist richtig. So. Aber die Teile werden langsam weniger. Das ist gut. Das ist gut. Das gefällt mir. Okay. So und so. Mittlerweile haben wir sehr viele von diesen komischen runden Dingern, ne? Oval Dingern. Und runde Platten. Einfach damit es ein bisschen
spaciger aussieht. Aber ich glaube, das ist ein mega chaotisches Video. Ich entschuldige mich dafür, dass es wirklich so extrem chaotisch ist, aber tja, was soll ich machen? Wenn ich nicht auf der Höhe bin an diesem Tag, kann das alles mal schief gehen. So, guck mal, jetzt sieht das auch schöner aus. So, auf jeden Fall kommen die jetzt hier dran. So, jetzt haben wir hier ein wunderschönes Heck. Zwei schwarze Gitter. Die kommen hier vorne ganz simpel dran. So. Als ob nie was da gewesen wäre. Guckt euch das an. Herrlich. Herrlich, 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 herrlich. Okay. Premium-Ding. Jetzt sind wir. Ja, wir sind so ziemlich am Ende des Parts. Okay. Ist okay. Jetzt müssen wir nämlich noch einmal umdrehen. Kettenräder nach hinten. So. Und jetzt einfach fließen, 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 fließen und fließen. Und zusammenbauen. Oh Gott. Oh nein, es fängt wieder an. Ganzen Räder zusammenstecken. Oh, das wird wieder. Ah. Ich melde mich gleich wieder, wenn die ganzen Räder zusammengesteckt sind. Das sind 28 Räder, das wird nerven. Ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe es endlich geschafft, diese Kackdinger zusammenzudrücken. Und das war nicht cool. Alles andere als cool. So, jetzt muss ich noch alle jeweils connecten. Oh, das war eine Fummelei. Das mache ich jetzt nochmal schnell im Video. Passt. So. Ich weiß nicht warum, aber Kobi macht die Rollen extrem hart und eklig. Und deshalb haben manche ein paar Schrämmchen abbekommen. So rum. Ja, freut. Und das ist blöd, aber was willst du machen? Ich muss die da halt teilweise mit Gewalt dran kloppen, bevor ich realisiert habe, selbst für mich, dass man die auch weich machen kann, indem man sie ein bisschen knetet. Aber ich will eigentlich montieren und nicht, meine Daumen sehen auch aus. Ah, voll, es tat voll weh. Ah, beim nächsten Mal merke ich mir, fürs nächste Mal merke ich mir, Gummis kneten. Nee, du kommst da hinten. Die hässlichen kommen jetzt da hinten. Ein paar sind halt echt abgefuckt dadurch. Ich kann euch mal eins zeigen. So richtig zerstörten hier so. Seht ihr die Ränder drum? Das ist alles abgeschwarztes Gummi, weil die Kanten von den Felgen so extrem scharfkantig sind. Wenn du da ein bisschen drückst, weil du die ja drücken willst und nicht weich gemacht hast, leiden die Gummis ein bisschen drunter. Aber was willst du machen? Das ist halt jetzt so. Ich weiß, es ist hässlich, aber wir sind stolz drauf. Immerhin das. Ne? Uff. Ah. Ich habe das ganz vergessen. Das mochte ich beim Leopard 1 auch schon nicht. Dass man die Rollen so stecken muss. Jetzt habe ich auch Angst vor den Afrika-Korps Sets. Weil die sind ja auch in diesem Maßstab gehalten. Und ich hätte sie gerne, aber ja, ich werde sie mir holen, weil ich sie gerne hätte. Was denn jetzt? Oh. Du bist falsch drin. Okay. Dann passt der andere nämlich nicht drauf. Gut. Gut zu wissen. Habe es auch mal gemacht im Video. Ja, sieht doch besser aus. Schön. So, einmal mit Schmackes den noch hier reinkloppen. Den dahin kloppen. Rollen. Passt. Und der letzte. Alter, der wollte sich wehren, das kleine Kackbuben. Aber im Endeffekt haben es alle geschafft. Alle mussten ran an den Feind. So. So, jetzt machen wir einfach mal die Rollen drin. Dann kommen noch ein paar Abdeckungen drauf zur Stabilisierung und dann war's das mit dem Part.
Gut, der geht auch schon eine halbe Stunde, etwas über eine halbe Stunde, irgendwas. So. Mal gucken. Auf jeden Fall wird das nächste Video wahrscheinlich wieder damit anfangen, dass die Ketten schon drauf sind, weil ich sie einfach wieder aufziehen werde. Beziehungsweise schon mal zusammengesteckt habe, weil das sind zwei Tüten mit Ketten. Und ja, nee, das wird fummelig, sehr fummelig. Fehlt ein Rädchen, komm her. So, auf jeden Fall wird er langsam zu einem Panzer. Das gefällt mir gut. Ja, das soll mit dem Part aufhören, dass wir die Ketten montieren, aber ich denke nicht. Das mache ich offscreen, dass ihr das nicht mitbekommt, groß. Und dann seht ihr nächstes Mal einfach, dass der schon Ketten drauf hat. Beziehungsweise ich fange das nächste Video mit den Ketten aufziehen an. Irgendwie sowas in die Richtung. So wird es laufen, denke ich mal. So, jetzt mal gucken. Durchgehende Reihe, ne? Ja. Damit die Stabilisierung gewährleistet ist. Bis hierhin. Das klingt doch nach einem Plan. Das war ein chaotisches Aufbauvideo. Ich entschuldige mich dafür. Aber im Endeffekt haben wir es auch besiegt. Jetzt noch dreimal Abdeckplatten drauf. Von unten. Aber ich mag die Farbgebung immer noch sehr gerne. So. Ich würde sagen, wir hören einfach hiermit auf. So. Er rollt auf jeden Fall schon mal. Farblich sehr interessant. Ich weiß nicht, warum hier das orange sein soll, aber okay. Egal. Wir haben ihn gebaut. Soweit, so gut. Wir sind jetzt einen Schritt weiter am Ende. Und im nächsten Part bauen wir ihn komplett auf. Und ja, ihr kennt das Prozedere. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, dass ihr bis hierher geguckt habt. Und ihr könnt gerne Likes da lassen, Kommentare bezüglich neuen Modellen, pipapo, was euch gefallen hat, was nicht cool war und was weiß ich. Ihr wisst, ihr seid ja kreativer als ich. Ich mag seinen Arsch. War der andere auch so? Muss ich mal gucken. In einem Review-Videos werden wir das ja sehen. Ja. Sonst habe ich nichts mehr zu sagen. Es ist glatt wie immer. Hier, die Kanten hier hinten nerven mich ein bisschen. Hier sieht man sie rauslunsen. Sonst verwirrend, aber hat Spaß gemacht zu bauen. Oder es macht immer noch Spaß zu bauen. Kofferraumklappe. Gut, die darf es nicht so weit aufdehnen. Okay. Warum nicht? Wieso kann ich die eine Seite so weit dehnen und die andere nicht? Das verstehe ich nicht. Ach so, okay, jetzt. Ich darf hier oben nicht rauslunsen. Na gut. Okay. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und ja, wir sehen uns im nächsten Part, wenn wir den Leoparden 2A4 endlich fertig bauen. Bis dato wünsche ich euch einen schönen Tag und freue mich auf jedes Like, Abo, Kommi und bis dann. Tschüss!